So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Flows 11, dem deutschen Top 11 YouTube-Kanal. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Und ihr seht schon, auf dem Account war ich so aktiv wie auf YouTube. Kappa, also eigentlich überhaupt nicht. Ich habe vor ein paar Tagen wieder mal wieder reingeguckt, ein paar Spieler gekauft. Und dabei habe ich gesehen, dass wir hier einen Stürmer bekommen haben, der sogar beidfüßig ist. Und dann dachte ich mir, naja, für einen Stürmer fehlt ja auf dem Kanal noch ein Tutorial-Video und das wollte ich eigentlich schon ewig mal bringen. Ich habe das auch schon mehrmals unter manchen Kommentaren versprochen. Und ja, deswegen werden wir heute den Stürmer hier dann einfach mal trainieren. Ich habe ja hier noch einige Koffer. Der Account wird sowieso erstmal nach wie vor hier überhaupt nicht benutzt, mehr oder weniger. Und ja, das liegt auch daran, dass das Spiel so ein paar Entwicklungen genommen hat in den letzten Monaten, die ich eigentlich nicht wirklich gut finde. Die Skills der Spieler spielen immer weniger eine Rolle. Das kann man in verschiedenen Gruppen lesen, auch im Top-11-Forum, dass viele Leute diese Erfahrung gemacht haben und die richtige Stärke wieder eine größere Rolle spielt. Das sind halt alles so Faktoren, die mich so ein bisschen auch von dem Spiel wegbringen und die dann auch dafür sorgen, dass ich halt weniger Zeit in Top-11 allgemein noch verbringe. Und ja, dementsprechend haben wir hier noch einige Ressourcen auf Lager. Und warum sollen wir die nicht raushauen, um mal wieder nach 4 Monaten oder so ein neues Video zu bringen? In dem Zusammenhang auch mal herzlichen Dank an alle Leute, die in der Zeit abonniert haben oder auch die Videos geschaut haben. Auf jeden Fall echt cool. Hätte ich nie gedacht, dass wir teilweise dann auf Videos 3000 Klicks haben oder 170 Abonnenten. Jetzt glaube ich schon ungefähr. Also danke auch für euren Support und für eure Abos. Ihr könnt den Kanal auf jeden Fall auch abonnieren, beziehungsweise abonniert lassen. Hier werden, denke ich mal, ab und zu mal Videos kommen. Ich weiß es nicht, das ist sehr sporadisch, aber ja, so kriegt ihr das halt einfach mit, wenn ich mal was Neues hochlade, wie das Tutorial jetzt eben heute. Und genau, wir werden uns diesem Stürmer hier widmen. Und ich werde das heute auch mal live aufnehmen und dann hinterher zusammenschneiden. Mal gucken, wie das gelingt. Das wird natürlich ein relativ langes Video, aber ich werde das dann am Ende versuchen, halt einigermaßen schlau zu schneiden, dass das Video am Ende nicht so lang wird. Und wir werden uns auch der neuen Top-11-Version oder der neuen Engine, sage ich mal, anpassen und diesen Spieler hier benutzen. Das war ein Jugendspieler übrigens, um ihn auf einen hohen Gesamtwert zu trainieren und etwas weniger dabei auf die Skills zu achten. In den letzten Videos habe ich ja immer gesagt, dass die weißen Skills so hoch wie möglich sein sollten und die spielen auch immer noch eine Rolle, aber die ist halt, wie gesagt, bedeutend kleiner geworden. Dementsprechend werden wir hier versuchen, diesen Spieler vielleicht so auf 8 Sterne zu trainieren, auf 140%, also so ein bisschen außerhalb und dafür etwas weniger auf seine Werte dann dementsprechend noch achten. Also mal sehen, wie uns das gelingt. Wie gesagt, Stürmer habe ich bisher auch noch nicht viele trainiert im Top 11. Die Spezi, die hat jetzt schon ein paar Spiele gemacht, deswegen ist die schon etwas gestiegen, aber die muss man natürlich noch fertig trainieren. Und in dem Zusammenhang werden wir anfangen mit Pressing. Ich habe ja schon mal gesagt, die Spezi wird immer so trainiert, dass man eine schwere oder sehr schwere Übung nimmt, damit es einfach am schnellsten geht. Und möglichst auch eine, wo der Schnitt der Skills niedrig ist, weswegen wir jetzt hier auch Pressing nehmen. Das gibt nochmal so ein bisschen Bonus. Habe ich festgestellt, Pressing sollte jetzt hier bei ihm unter einem 80er Schnitt liegen. Und ja, wenn wir zum Beispiel schnelle Konter nehmen würden, Kreativität passen, alles über 80, Abschluss auch, das würde dann über 80 der Schnitt sein. Da würde es dann etwas langsamer gehen, wenn wir das nehmen würden. Deswegen nehmen wir Pressing und machen damit erstmal die Spezi voll. Und wir sehen uns dann wieder, sobald das geschehen ist. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt dem Stürmer die Spezi fertig beigebracht, Freistoßspezialist. Das ist immer meine Empfehlung für einen Stürmer, dass man dem Freistoßspezialist beibringt. Ja, 1 gegen 1 Stürmer wäre die Alternative. Das bringt es nicht so, meiner Meinung nach mag ich nicht diese Spezi und dementsprechend mein Stürmer eigentlich immer Freistoßspezialist. Und was ich vorhin vergessen habe zu zeigen, wir haben gestartet bei 1927 Koffern. Das habe ich vergessen zu erwähnen, also haben wir jetzt 23 Koffer gebraucht, um bei ihm die Spezi voll zu machen, die ja schon ein kleines bisschen trainiert war. Ist auf jeden Fall ein guter Schnitt und wenn man so einen Koffer pro Spezi-Punkt braucht, also 15% pro Spezi-Punkt, also für Freistoß dementsprechend 40, weil man 40 Fortschritte braucht bei der Spezi, dann ist das ein guter Schnitt und da sind wir jetzt eigentlich auch hier drunter gewesen. Und ja, nochmal so zum allgemeinen Training. Es hat sich ein bisschen bewährt,
Skills bis zu einem 120er Schnitt zu trainieren, unabhängig von der Gesamtstärke, und ab 6 Sterne auf einen 140er Schnitt rüber zu gehen. Das habe ich jetzt so gemerkt mit den letzten Spielern, die ich trainiert habe, dass es einfach effizienter ist und dass man am Ende auch einen ganz guten Spieler dabei rausbekommt. Ich hatte ja am Anfang in den anderen Training Tutorials immer auf einen 100er Schnitt noch am Anfang trainiert, würde ich nicht machen mehr, weil der 120er Schnitt auch nicht so viel mehr kostet. Und ja, das ist ein Stürmer, dementsprechend würde ich sagen, starten wir einfach mal mit Schusstechnik. Unser Ziel soll es am Ende sein, den Geschießen und Abschluss so hoch wie möglich zu kriegen. Also wenn wir jetzt mit Schusstechnik starten, auf dem 120er Schnitt, wie gesagt, Trainingslevel auf dem Account auch noch nicht maximal. Wenn ihr sie maximal habt, solltet ihr dementsprechend am Ende dann auch ein paar weniger Koffer verbrauchen, als wir es hier tun. Wir werden jetzt hier Schusstechnik erstmal auf den 120er Schnitt pushen und sehen uns dann wieder, wenn das geschehen ist. So, jetzt haben wir hier Schusstechnik auf den 120er Schnitt gebracht. Nochmal zur Erinnerung, den Schnitt berechnen wir einfach, indem wir alle Attribute plus rechnen durch die Anzahl der Attribute eines Drills. Das bedeutet also jetzt in dem Fall Abschluss plus Stärke plus Schießen durch 3, sind genau 120. Oder man kann auch einfach rechnen, Abschluss sind 5 drüber, Stärke sind 2 über 120, hier fehlen 7, das sind genau die 7. Das geht dann vielleicht im Kopf manchmal ein bisschen schneller. Und als zweites werden wir dann Passlauf Schuss nehmen und auch das werden wir auf den 120er Schnitt trainieren. Das gibt uns Passspiel, Tempo und Schießen. Ja, also nochmal zur Erinnerung. Ich habe mir jetzt hier nicht großartig einen Plan gemacht oder so, wie wir den hier trainieren. Damit ihr mal seht, wie das so bei mir abläuft. Das ist eigentlich alles immer relativ spontan, immer was ich halt gerade so sehe, welche Drills bzw. welche Übungen man so nehmen könnte. Die werden dann nochmal durchgeführt und die bringe ich dann halt auf den nächsthöheren Schnitt. Und natürlich werden wir ja am Ende auch einiges an Grauem mitnehmen müssen, wenn wir den 140er Schnitt erreichen wollen, beziehungsweise die 140er Gesamtstärke mit diesem Spieler. Aber dazu kommen wir später. Natürlich am Anfang versuchen wir so viel wie möglich Übungen zu nehmen, wo die Skills dementsprechend dann nur weiß sind. Also Passlaufschuss, Schusstechnik, später dann noch Kopfballspiel. Das sind alles Übungen, wo nur weiße Skills beim Stürmer dabei sind. Und wir sehen uns dann wieder, sobald ich den Stürmer auf den 120er Schnitt bei Passlaufschuss gebracht habe. So, wir haben jetzt hier Passlaufschuss auf den 120er Schnitt gebracht, wie wir es gesagt haben. Spieler steht jetzt mittlerweile bei 88%. Und wenn wir uns seine Skills mal anschauen, dann sehen wir, dass sich Kopfballspiel jetzt eigentlich anbieten würde zu trainieren. Wir haben Kreativität noch relativ niedrig, wir haben Stellungsspiel noch relativ niedrig, Kopfball auch. Und Passspiel ist dann noch mit dabei. Wie gesagt, am Anfang versuchen wir so gut wie möglich nur weiße Skills zu leveln. Später werden wir dann noch bei dem, was wir heute vorhaben, noch genügend Graues mitnehmen müssen. Also das Spiel mit dem Kopf ist erstmal das nächste. Und weil wir noch unter 6 Sterne Gesamtschnitt sind, wieder auf den 120er Schnitt. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das dann erledigt habe. Kopfballspiel ist jetzt auf einem 120er Schnitt trainiert. Und der Spieler steht jetzt bei 95 Gesamtprozent. Und ja, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo es eigentlich keine sinnvollen Übungen mehr gibt, die nur weiße Skills beinhalten, außer Skill Drill. Das kann ich jetzt auf Deutsch heißt Fähigkeitsdrill, glaube ich. Das hier, Kreativität, Dribbling, Köpfen. Das ist noch nicht auf dem 120er Schnitt, weil Dribbling ist extrem niedrig noch. Aber darauf habe ich jetzt einfach keinen Bock, weil das eine sehr leichte Übung ist. Und das dauert ewig, das auf dem 120er Schnitt zu trainieren. Deswegen werde ich jetzt mit Sprint weitermachen. Sprint beinhaltet Tempo, Fitness und Dribbling und der Schnitt von den drei ist natürlich noch relativ niedrig, weil sowohl Dribbling mit 73% sehr niedrig ist, als auch mit Fitness. Dementsprechend sollte der Spieler, wenn wir Sprint trainieren, auch richtig schnell steigen. Können wir gleich mal ausprobieren. Und auf dem Weg zum 120er Schnitt in der Sprintübung sollte der Spieler auch die 6 Sterne Gesamtfähigkeit erreichen, weswegen ich das dann gleich durchziehen werde auf dem 140er Schnitt. Das heißt also, mit Sprint werden wir jetzt eine ganze Menge den Spieler leveln, auch was seine Gesamtstärke angeht. Und wir sehen es ja auch schon, da kommt richtig viel dazu, weil der Schnitt eben dieser Attribute noch sehr niedrig ist. Es geht halt beim Training immer darum, die niedrigen Attribute im Vergleich zur Gesamtstärke herauszufinden und dann eben die richtige Übung zu wählen, um den Spieler halt effektiv zu steigern. Und das ist jetzt für uns Sprint. Und wir sehen uns wieder, sobald ich bei Sprint dann den 140er Schnitt diesmal erreicht habe. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, aber der Spieler sollte dann schon auf jeden Fall so bei 105%, denke ich mal, Gesamtstärke stehen, ohne es jetzt genau ausgerechnet zu haben. Also bis gleich.
So, wir stehen jetzt hier bei 107% Gesamtstärke, haben jetzt Sprint auf 140er Schnitt durchgezogen, beziehungsweise fast 1% fehlt, aber ist jetzt egal. Den mache ich jetzt nicht nochmal eine extra Runde Sprint. Und die nächsten beiden Drills, die wir benutzen, werden sein schnelle Konter und Standardsituation. Da ist einfach noch ein bisschen Potenzial, auch für unsere Hauptattribute, sage ich mal, auf die wir uns ein bisschen konzentrieren wollten. Schießen und Abschluss. Und damit das halt immer nicht so lange dauert und ich nicht so viel hier schneiden muss, werde ich jetzt zuerst schnelle Konter auf den 140er Schnitt bringen und dann Standardsituation, weil beides Flanken als grauen Skill drin hat, wird er natürlich auch um einiges steigen. Werden wir dann gleich beim nächsten Cut sehen. Aber mit diesen beiden Übungen geht es jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Und dann werden wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Dann wird es nämlich schon, glaube ich, ziemlich schwer mit diesem Spieler. Aber wir werden uns immer was einfallen lassen. Bis gleich. So, wir haben jetzt hier die vorherigen Übungen auf den 140er Schnitt trainiert. Und der Spieler steht jetzt bei 123 Gesamtprozent. Und wie ihr rechts oben in der Ecke sehen könnt, haben wir bisher so ungefähr 300 Koffer verbraucht, um diesen Spieler zu trainieren. Das ist eigentlich ein bisschen mehr, als ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe. Aber wie schon gesagt, wir haben ja keine maximalen Trainingslevel. Und wir haben auch mit einem relativ hohen Spieler für unsere Verhältnisse angefangen mit 78%. Und dementsprechend, ja, haben wir hier schon ein bisschen was verbraucht. Aber gut, wenn man am Ende halt einen Spieler haben möchte, der einige Saisons spielen kann, dann muss man natürlich auch ein bisschen was investieren. Und mehr als zwei solche Spiele pro Saison, so ich rechne im Schnitt mit 350 Koffern und 700, die man bekommen kann in der Saison, wenn man jeden Tag die Videos schaut oder fast jeden Tag und sonstige Einnahmen hat, dann kann man mehr als zwei Spieler pro Saison einfach nicht auf diese Art und Weise trainieren. Und normalerweise würde ich jetzt Schluss machen, wenn das Spiel noch so funktionieren würde wie vor einigen Monaten bei meinen alten Trainingsvideos. Aber wie ich eingangs schon erwähnt habe, spielt jetzt die Gesamtqualität in meinen Augen und in den Augen vieler anderer Leute, mit denen ich mich so ausgetauscht habe, doch eine größere Rolle. Und wenn ihr jetzt einen Spieler haben wollt, der eurem Team noch weiter hilft als das jetzt hier, dann würde ich einfach noch versuchen, alles was geht, wo ihr die gleiche Anzahl von weißen und grauen Drills mindestens dabei habt, einfach alles zu trainieren, was geht, solange ihr die Ressourcen dafür habt. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen was vorbereitet, und zwar werde ich bei diesem Spieler jetzt noch diese vier Übungen alle auf dem 140er Schnitt trainieren, auch in dieser Reihenfolge, als erstes also Abschluss 1 gegen 1, auf dem 140er Schnitt, dann Turnhalle auf dem 140er Schnitt, dann Karaoke mit Leitern und dann Reihe halten. Dann alles weiße Skills noch dabei. Und dann werden wir am Ende mal schauen, wo der Spieler dann gesamttechnisch steht. Ich denke mal so um die 130%. Oder 135 vielleicht sogar. Mal gucken. Und dann sehen wir uns, wenn wir diese Übungen dann noch zu Ende durchgeführt haben. So, wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Ich habe jetzt Reihe halten, doch nur auf einen 120er Schnitt durchgezogen, weil ich dachte, wir haben jetzt so Pi mal Daumen eigentlich 400 Koffer verbraucht, seit wir mit der Spezie aufgehört haben. Da waren wir also um die 1900, jetzt sind wir bei 1519. Also ja, knapp 400 Koffer kann man sagen, 380 bis 400 Koffer, irgendwo dazwischen stehen wir jetzt. Und der Spieler steht bei 137%. Und in Top 11 2019 würde ich schon sagen, dass das ein Spieler ist, der euch auf jeden Fall weiterbringt und der auch sehr effektiv sein wird. Effektiver als ein Spieler, der vielleicht nur 120% hat und ähnliche weiße Skills oder vielleicht etwas bessere weiße Skills. Wie gesagt, das ist meine Erfahrung in den letzten Tagen und Monaten gewesen. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass ich euch mit dem Video hier etwas helfen konnte. Und mal sehen, vielleicht kommen ja demnächst noch das eine oder andere Trainingsvideo. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Positionen, die uns fehlen. Der Torwart auf jeden Fall. Der defensive Mittelfeldspieler, den haben wir auch noch nicht gemacht. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss und ciao.